Eine dystopische Zukunftsatmosphäre, geschaffen von Manga-Künstler Tsutomu Nihai. Ein Held, der versucht, gegen Cyborgs und Mutanten die Menschheit vor dem Vergessen zu bewahren. Das alles erwartet uns ab dem 20. Mai in dem neuen Anime-Film Blame. テクノロジーが暴走した遠い未来、人類の希望は孤独な旅人に託された。ネット端末遺伝子を持つ人間を探している。 人間だと？信じられねえ。伝説じゃ。長かったわ。ずっと待っていたの。大昔の伝説だ。キリーのそばにいれば平気だよ。キリー！ブラム。 Blame ist bereits die dritte Zusammenarbeit zwischen Netflix und dem japanischen Animationsstudio Polygon Pictures. Nach den beiden Anime-Serien Ajin, Demi-Human und Knights of Sidonia, die beide im Jahr 2016 als Netflix-Originale veröffentlicht wurden und wie der Zeichenstil nur unschwer erkennen lässt, auch auf Mangas basieren, die der Feder von Tsutomu Nihai entstammen. Dieser hat zwischen 1997 und 2003 10 Bände von Blame wahnsinnig erfolgreich weltweit veröffentlicht. Bei Blame an sich handelt es sich um einen sogenannten Cyberpunk-Manga, eine Unterkategorie des Science-Fiction-Genres, das aber im Gegensatz zu anderen klassischen Utopien von anderen Science-Fiction-Filmen und Serien, die sehr steril und auch glattgebügelt daherkommen, ganz anders daherkommt, sondern sehr düster und auch von Gewalt und Pessimismus geprägt. Und diese Cyberpunk-Bewegung hat ihren Ursprung nämlich in den 80er Jahren. Und zwar sollte sie als Kritik verstanden werden an der zunehmenden Urbanisierung und Kommerzialisierung der Gesellschaft. ブラムはすごい暗い漫画です。セリフもあんまりなくて、とにかくすごい広い大きな建物の中を主人公がまあさまようかとしますけど、自然物は一切出てこないし、普通の人間も全然出てこないです。そういう漫画です。 Die Geschichte handelt von dem Protagonisten Killy. Er ist ein Mensch und bewegt sich an Cyborgs und Mutanten vorbei in einer schier endlos erscheinenden sogenannten Megastruktur, die von menschlichen Konstrukteuren in der Vergangenheit geschaffen wurde und bereits jetzt den Mond und die gesamte Erde umschließt und ständig weiter wächst. Er ist hier auf der Suche nach menschlichen Genen, die nicht von einem gefährlichen Virus befallen sind, die sogenannten Netzwerkgene. Mit Hilfe dieser Netzwerkgene erhält er Zugriff oder Zutritt zu der Netzwerkatmosphäre, und die Netzwerkatmosphäre wiederum ist das Steuerungs- und Kommunikationsmedium innerhalb dieser Megastruktur und speichert auch das gesamte Wissen der Menschheit. Ohne die Gene haben Menschen nicht mehr Zutritt zu der von Cyborgs und Mutanten schwer bewachten Netzwerkatmosphäre, und durch die Abkopplung von dem Wissen der Menschheit hat diese ja die Kontrolle über die Einrichtung und Maschinen innerhalb der Megastruktur vor langer Zeit verloren, und dadurch hat sich nach und nach die menschliche Zivilisation fast vollständig vernichtet. Das, was nun übrig geblieben ist, das versucht Killy nun mit seiner Mission zu retten und die Menschheit sozusagen vor dem Vergessen zu bewahren. Ich selbst habe vor circa 10 Jahren den Manga von Tsutomu Nihai Blame gelesen und war wahnsinnig fasziniert, sowohl von der Handlung als auch von dieser Zukunftsvision, die natürlich sehr düster daherkommt, weil es halt eben ein Cyberpunk-Manga ist, wie Tsutomu Nihai sozusagen dort diese entworfen hat. Und ich war fasziniert davon, natürlich auch in jungen Jahren, wo ich mir gedacht habe, meine Güte, wie kann man sich sozusagen sowas, so eine Vision, ja, kreieren in seinem Kopf. Das ist wahnsinnig toll, wie er es dann auch zeichnisch umgesetzt hat. Und ich denke, gerade zeichnisch hat ihn das auch vor einige Herausforderungen gestellt, diese Idee, die er da im Kopf hatte, umzusetzen. Und deshalb galt natürlich auch jahrelang dieser Manga von Tsutomu Nihai als schwer in einen Anime umsetzbar. Aber das galt ja auch vorher für andere Mangas, die dann schlussendlich doch irgendwo umgesetzt wurden in eine Serie oder einen Film. Von daher freue ich mich riesig auf den Start am 20. Mai auf Netflix und bin wahnsinnig gespannt, ob man sozusagen, ja, diese Atmosphäre, diese... ja, wie soll man sagen, diesen Nervenkitzel, diesen
ja, diese Spannung, die der Manga auch vermittelt hat, mit wirklich sehr viel wortkargen Bildern auch. Also sehr viel wurde dort mit der Visualisierung an sich gespielt und eben nicht auf, ja, Comicblasen gesetzt sozusagen, auf Kommunikation. Von daher bin ich wahnsinnig gespannt, ob hier sozusagen der Anime-Film hier diese Atmosphäre auch transportieren kann und filtern kann in diesen neuen Film. Und ja, deswegen freue ich mich insgesamt riesig auf den Start am 20. Mai. Wie geht's euch damit? Wie seht ihr das? Freut ihr euch auf den Anime-Film am 20. Mai oder nicht? Schreibt mir es bitte unbedingt unten in die Kommentare rein, da bin ich wahnsinnig gespannt, wie immer. Falls ihr es noch nicht getan haben solltet, abonniert bitte den Kanal StreamWars und lasst mir einen Daumen nach oben da, falls euch dieses Video gefallen hat. Ansonsten bleibt mir immer an dieser Stelle nur noch zu sagen, möge der Stream mit euch sein. Bis bald.